Hallo, willkommen zu einem neuen, genau, 1 gegen 1. Ich mache jetzt Panzer, nicht mehr Panzerlite, sondern Amerika mal. Einfach weil auch, wobei jetzt sieht es fast egal, aber oft ist es so, dass einfach mehr Achsenspieler da sind als Alliierten und dann findet man schneller ein Spiel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube halt nicht, dass diese Panzer-4-Strategie, auch wenn die jetzt gut funktioniert hat, eine gute Strategie ist. In jedem Fall ist es schwer langweilig bisher. Und da habe ich auch keinen Bock mehr, das zu spielen. Und Panzerlite will ich eigentlich eh nicht spielen. Vielleicht mache ich irgendwann mal Panzerlite aus Fun oder wenn die Zahlen das hergeben. Aber ich mache jetzt ein bisschen Amerika. Mal gucken, was da passiert. Einfach ein bisschen rumdaddeln. Ich kann noch einen 2 gegen 2 noch anmachen. Ich finde das nur so frustrierend mit den Mitspielern, wenn die halt so halb AFK gehen. Versuche das jetzt einfach mal 1 gegen 1. Die Hoffnung ist auch, dass es ein bisschen schneller zu finden, die Spiele. Ich glaube tatsächlich, dass die Suche da schneller geht, auch wenn manchmal da weniger angezeigt werden. Muss ja auch nur einer gematcht werden. Jetzt haben wir tatsächlich mehr Alliierte als Achsenspieler. Ja, keine Ahnung. Das ganze Ding ist auch dumm gemacht, ne? Warum kann ich nicht einfach alles auswählen, außer Brite in dem Tool, ne? Also wer immer das designt hat, dem kann man nicht helfen. Das ist ein ganz komisches Tool. Na, gucken wir mal. Negativstats, okay. Also jeder, der hier nach Statistiken darum kämpft, der hat schwer was an der Waffel. Weil, also erstmal geht es sowieso ja um nichts bei den Statistiken. Aber dann ist das ja, muss man so sagen, ein totes Spiel inzwischen. Ne? Also das macht wirklich gar keinen Sinn, um Statistiken irgendwie zu kämpfen, zu cheaten oder was weiß ich nicht, was alles im Blödsinn da gibt. Hat er mal einen vom Discord bannen müssen, weil er halt ein Cheater war wegen Statistiken. Ist, keine Ahnung, ich verstehe solche Leute nicht. Weil der hat den Leuten ja später damit kaputt gemacht mit seinem Cheaten. Der Schrott, den kann man, glaube ich, nicht verwenden. Außer gegen Panzerelite, da geht der, glaube ich. Sieht aus wie ein Stackhound, riecht wie ein Stackhound, ist aber kein Stackhound. Wirklich schade, dass die sich nicht mehr um das Spiel kümmern bei Relic. Zumindest hätten die uns noch einen Patch geben müssen, der sinnvoll den Sniper weghackt. Das Ding ist aber wirklich, dass der letzte große Patch den Sniper gebufft hat sogar. Ich weiß nicht, welches Supergenie sich das hat einfallen lassen. Weil davor war der Sniper, musste der Entdeckung stehen häufig, damit er überhaupt schießen konnte, sonst immer über die Straße gehüpft. Und jetzt kann man mit dem Sniper überall alles abknallen, ne? Von jeder Position. Instant. Da muss man nicht mehr beim Positioning nachdenken, groß. Oder nur halb so viel wie vorher. Hupala. Da macht halt schon einen Unterschied. Ob man halt gucken muss, wo man steht. Und nicht nur den Rückzug decken muss. So, das habe ich lange nicht mehr gespielt. Mit den Amis, mit der Map sowieso nicht. Glaube, ich kapp den zuerst und dann geht er direkt darunter. Jeep müsste man eigentlich holen. Ich mache erstmal einen Rifle, der beim Kappen hilft dann da und dann mache ich als zweite einen Jeep. Und ich habe eigentlich ein Mikroproblem bei sowas. Mal sehen. Wenn der Sturmgewehre geht, mache ich vielleicht auch Airborne. Aber eigentlich Info ist immer gut. Ist halt schwierig, wenn der Sturmgewehre geht, auch gerade mit 4-Mann-Squads, den mit Rifles dann aufzuhalten. Dann muss ich ja halt irgendwie ein Fahrzeug oder irgend sowas haben, damit das Sinn macht. Ja, Jeep, das Ketten zu jagen, aber also das wäre die richtige Antwort, auch gegen PE insgesamt. Das Ding ist, dass ich jetzt schon weiß, dass ich mit Mikroprobleme kriegen wieder würde. Aber es wäre halt der richtige Move. Mir fehlt halt nur die Steuerung dafür. Ja? So simpel ist die Logik. Ich werde es trotzdem versuchen. Lauschen müssen. Man hört das Fahren. Aber wenn es jetzt klappt, höre ich es nicht. Hätte am Anfang lauschen müssen. Dann merkt er schon, dass ich kein 1 gegen 1 Spieler bin. In 2 gegen 2 gibt es keine offenen Lanes. Huch, da wollte ich hin.
Na, Fahne 1 gegen 1 Spieler, wüsst ihr wahrscheinlich auch, wo der jetzt sein könnte. Da oben. Huch. Mann, jetzt kommt das mit der Steuerung, weil ich halt eben meinte, ich muss halt jetzt hier anklicken und in der Zeit tut der Jeep nichts machen. Jetzt kann ich die Map nicht anklicken. Das ist der Teil, den ich mit der Steuerung meinte. Ne, hier vorne der Rifle ist natürlich Käse, dass er so da steht. Genau, der geht jetzt einfach mal die ganze Map da kappen. So, jetzt hat er seine Truppen aufgeteilt. Nice. Da ist er. Den haben wir gesucht. Dann steuere ich halt die ganze Armee in der Zeit nicht, ne? Besuch. So, ich habe, was ich will. Jetzt hat er keine Ressourcen mehr. Ich habe meinen Pio gefuckt bekommen in dem Moment. Ich habe das nicht gekappt. Ja, ihr seht schon Steuerprobleme. Der Pio da unten wurde gefuckt, da war offensichtlich einer. Den habe ich noch nicht eingesetzt. Der kappt das, hätte ich ranfahren müssen schneller. Aber 1 gegen 1 kann ich besiegen. Ich sage ja, also ich bin wirklich katastrophal schlecht, was das hier angeht. Ne? Wirklich katastrophal schlecht. Nicht kappen, sondern kämpfen. Nee. Ich mache das gerade fertig, weil der nichts zum Kappen hat. Also das ist super riskant hier. Und jetzt geht. Hat er wieder die Ressourcen weg. Den habe ich auch vergessen zu steuern. So, der geht. Kurz kappen. Und weiter geht's. Ja. So, der Jeep ist fertig. Dann lass mal rangehen. Ich muss mal gucken, dass sie nicht gefuckt werden. Die werden halt in 2 gegen 2, ne? In 1 gegen 1 sehe ich das halt so super selten. Nicht schnell genug, was da abgeht. So, der hat sich da hinten hingemogelt. Der will jetzt cool sein mit dem Decap. Das kann er vergessen. Der macht jetzt einen Riesenfehler und teilt die Truppe halt jetzt gleichmäßig auf, ne? So klappt das nicht. Kann ich ihn wegpushen? Ich hab den doch angeklickt. Oh, ich hab falsch geklickt. Ich hab den hochgeschickt statt dahin. Oh. Gut gemacht wieder, Chris. Gut gemacht. Okay. Was mache ich denn? Darum laufen die denn so komisch? Ich muss mich jetzt ein paar Mal verklickt haben, glaube ich. Hier wurde wieder ein Fuchs kassiert. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe jetzt 2 Fuchs kassiert, ne, in dem Spiel, weil ich nicht hingucke. Ich könnte schwören, ich habe das da unten angeklickt. Okay, naja, egal. Also das war. Also ich habe jetzt, glaube ich, 2 Fuchs gehabt, ne, oder? War das ein Rifle-Fuchs im Süden? Vielleicht war es auch nur einer. Den MG dran. Let's go. Der Rifle vielleicht zur Front. Ja, da war der nächste Puck. Ich bin, also wisst ihr, ne? Man darf keinen sagen. Also,
Das sind alles vermeidbare Fuchs, ne? Ohne jede Frage. Klar, ich bin jetzt auch müde vom Fitnessstudio den ganzen Tag und was ich alles, aber das waren jetzt völlig vermeidbare Fuchs alles, ne? Okay. Gut, dann machen wir den nächsten Durchgang. Die Munde habe ich natürlich noch nie gekappt. Statt zu gucken, versuche ich das mal. Gehen wir die mal zusammen, die Jungs. So wie das Spiel hier läuft, kann ich auch Granaten gleich dazu pfeifen. Mann. So, jetzt müssen wir hier vorne mal gerade gucken. Okay, jetzt müssen wir hier wieder alles kappen. Meine Herren, ist das ein Albtraum heute? Okay. Der ist fertig, der ist nur die ganze Zeit auf. Also ich spiele ja sowieso immer so scheiße, ne? Das ist ja nichts Neues. Aber heute schieße ich den Vogel ab, ne? Das ist ja wirklich katastrophal, was ich da gerade mache. Sollten die den nicht besiegen da drin? Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich kriege jetzt gerade den nächsten Vogel. Und der Jeep muss weg. Okay. Ich habe unendlich Ressourcen über. Gott, nichts, was ich hier mache, macht irgendeinen Sinn. Okay. Das ist so furchtbar, weil ich hier spiele. Jetzt kommt der AT-HT wahrscheinlich im Moment. Okay. Ich müsste einen Heal bauen. Bei dem Pio-Fuchs ist es halt schwierig, ne, irgendwas zu machen. Halt ihm jetzt einfach in die Base, dann gucken wir mal, was da los ist, da hinten. Und dann schnell weg. Müsste eigentlich auch Minen legen, ne? Einfach jetzt Infanterie gehen. Aber ja. Was war das? Links, rechts, rechts. Ja, sonst hätte er das leider gesehen mit der Mine. Wegkappen. Heal bauen. Bin ich eben Pio gebaut? Ich kann nicht mehr. Den Wegbock am Anfang, glaube ich, scheiße gesetzt, ne? Och. Der Jeep ist jetzt gestorben, ohne dass ich viel gesehen hätte. Da ist es. Okay. Aber so, das macht man so aber natürlich nicht, ne? Keine Mun. Ich gehe da unten jetzt hin. Ist die Reparatur, macht die Ressourcen weg. Ich habe leider keine Pendings für ihn. Der muss ja wahrscheinlich weg, das ist ein bisschen viel. Ich habe den Heal nicht gebaut, natürlich habe ich dann auch keinen Heal benutzt, wenn ich keinen gebaut habe. Ich hab das nicht. Oh Gott, Mann! Kein! Nicht einer meiner Klicks klappt und alles ist AFK und es gibt nur Fuchs. Oh Gott! Hatte ich so ein Spiel schon mal gehabt? Und den halt hier das Leben retten. Das Einzige, warum ich noch nicht hardcore verloren habe, ist halt, wenn mein Mitspieler, mein Gegner, komplett unfähig ist, auch wie ich, ne? Oh Gott, was für eine Runde, Mann. Also ich kann gut unterscheiden zwischen wie normal langsam ich klicke und scheiße ich spiele und zwischen dem, was ich jetzt gerade spiele, ne? Ich kann sehr gut darunter unterscheiden. Und heute spiele ich spektakulär schlecht. So ein Spiel habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt. Noch nie. Wie gesagt, meine Hände sind auch komplett lahm vom Krafttraining. Also von daher, vielleicht hat das mit damit zu tun, vielleicht ist es Müdigkeit, aber. Also ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal so eine Scheiße zusammengespielt habe. Naja, dann machen wir jetzt Blob gegen Blob. Solange mein Blob größer ist, habe ich einen Erfolg. Ich bin gerade repariert.
das ist leider ein Armored Car. Dann kann ich natürlich nicht viel machen, wenn dann Armored Car ist, solange meine beiden Fahrzeuge im Dings sind. Sind ja in Reparatur. Oh, dann haben wir wenigstens mal ein spannendes Spiel, wenn ich Hardcore-Scheiße spiele, ne? Wie gesagt, ich schieße ja oft den Vogel ab in meinem Gameplay, aber das hier ist wirklich, das ist, glaube ich, ohne jede Frage eine neue Spitze. Wunden ausgegeben, wenigstens etwas. Naja, ich muss ja zurückfahren. Der müsste ja schon lange ein AT-HT haben, der Gegner, ne? Dass sie mal gerade hier voll machen, die Jungs. Den können wir gucken. Na komm, noch ein Stück. Das Schöne an zwei Fahrzeugen ist, dass das ein AT-HT das nicht kaputt macht. Ne? Also er kann das ja nur eins kaputt machen, dann mache ich das AT-HT kaputt mit dem anderen. Vielleicht war das jetzt zu fahren. Ich habe hier wieder AFK den Trupp, okay. Lass lieber kämpfen, wenn wir im Bio das gleich machen hier. Alles klar. Grüne Deckung. Die wieder AFK, die Einheiten. Den habe ich irgendwie Befehl gegeben. Okay. Jo, dran an den Speck. Granate erwartet er jetzt wahrscheinlich nicht. Hol ran da. Genau, schießt du ruhig. Der geht zur Reparatur, obwohl der oben. Der eine steht AFK. Also, ich habe das Gefühl, dass die Hälfte meiner Klicks daneben gehen. Die Hälfte der Klicks geht, glaube ich, daneben. Die Pack habe ich auch seit Ewigkeiten gebaut. Da steht sie übrigens. Okay. Gott, oh Gott. Also ich weiß es nicht. Zumindest kriege ich das jetzt hier hin, weil der Gegner, wie gesagt, auch nicht ganz super spielt unbedingt. Und tot. Ich habe den. Genau. Und gerade sagen, ich bin wohl noch kaputt. Lass mal gucken, ob du da ins Haus willst. Für eine Sekunde. Nee, willst du nicht. Hat gesessen. Die hat auch gesessen. Ich habe unendlich viel Manpower über, ne? Wahrscheinlich auch Sachen in der Basis, die ich nicht benutze. Okay. Handgranaten hat der Gegner. Ich gehe jetzt auch mal reinforcen, weil ich keine Ahnung, was im Spiel habe, wie ich das machen soll. Okay. Okay. Keine Ahnung. Wir machen das und dann das und dann muss man nicht viel denken. Meine ja, nee, was ein Spiel.
Ich komme nicht hin. Also es ist halt eine frustrierende Erfahrung, wenn ihr sagt, ich muss jetzt 3 Klicks machen und ihr schafft anderthalb davon und davon geht einer noch in die falsche Richtung, ne? Das ist eine sehr frustrierende Geschichte. So. Zumindest habe ich überall Wett und kriege jetzt gleich die Bar. Den Forsten und Heal ist auch dabei. Den Pio hat er gerade gefuckt, oder? Ne, der hat es rausgeschafft. Gut. Ich muss halt jetzt auf dem ATHT wieder aufpassen, ne? Mal die Rundtour fahren, Pack beschützen. Gut, dass die richtig gestanden hat. Genau. Kann mit dem Blob aber jetzt wieder rausgehen. Heal mitnehmen vielleicht. Die Mine ausgelöst. Ich bin wieder daneben. Oh, das ist ein Brustspiel. Genau, da laufen wir jetzt einfach drüber. Die müssten auch vielleicht reparieren, dann macht das mehr Sinn beim Spielen. Oh ja, mach ruhig. Die können wir auch mal holen. Hier kommt jetzt die Brandgranate. Tot. Ja, fliegen Granaten da rein. Ich glaube, ich habe das gewonnen. Also gut. Ich glaube, ich habe das schon gewonnen. Trotz meiner ganzen Fuchs und meinem miserablen Gameplay. Ich habe ja unendlich viele Ressourcen über, ne? Einfach mal einen Heal holen. Da irgendein Fahrzeug. Okay. Ich versuche jetzt einen anderen Winkel, okay. Voll, okay. Müssen wir den da unten wahrscheinlich wiederholen. Ketten. Und tot. Da ist ein Sturmgewehr. Aber hier oben auf keinen Fall durchführen. Und jetzt kommt er wieder mit dem Mikro, ne? Die Mine aufgedeckt, leider. Da kommen sie alle. Ich glaube, ich kann da jetzt nicht reinlaufen gegen den Blob. Ja, der kappt halt jetzt die ganze Backline, weil ich das Mikro nicht habe, um das zu verhindern. Ne? Also das ist nur ein Ketten, was da rumfährt. Das kappt halt jetzt einfach die gesamte Map und ich komme halt mit dem Klicken nicht hinterher. So, die reparieren das. Den Kampf da kann ich nicht führen gegen zwei. Das sind ja irgendwie 4 Squads oder sowas. Ich habe auch unendlich viele Ressourcen, also vielleicht, ne? Ich würde lieber einen Schirm bauen, ehrlich gesagt, das ist eine Artillerie. Da ist ein einzelner Trupp. Er hat nur noch Panzer weg. Okay.
Go, geh weg. Da kommen sie jetzt leider. Handgranate. Nicht so aus. Die steht wieder AFK, was sollen wir sonst machen? Und weg. Da liegt vorne mit der Panzerfahrt aus. Jetzt ruhig mal ein bisschen ballern hier. Und der nächste Freund. Die halten ja ein paar Treffer aus, ne? Also wenn er drauf schießt und dann nur Einheiten dabei verliert, bin ich ja dabei. Dann können wir das gerne machen. Granate. Let's go. Dann ist er wieder. Handgranate. Ich kann den nicht anklicken. Man darf es echt keinem sagen, ne? Okay, da oben habe ich wieder Puck kassiert. Das versteht sich ja von selber. 1500 Ressourcen, ey. Ich verstehe es nicht, was heute los ist. Ich verstehe es halt echt nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also ich, ne? Langsam klicken, Scheiße spielen, ja, alles d'accord, kein Problem, mache ich regelmäßig. Aber das hier nochmal was anderes hier. Noch langsamer als sonst und die Hälfte der Klicks gehen daneben. Also ich bin ein bisschen. Sturmgewehr anstürmen ist halt keine gute Idee, ne? Aber ich bin ein bisschen überrascht, was ich da spiele. 1600 Ressourcen! Ich hole mir gleich 10 Off-Maps. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht in die Birne, weil ich da spiele. Da können die Kinder kommen gleich das Armut K. Da ist es. Meine Packs habe ich beide verloren, oder? Ja, warum auch eine nachbauen, Chris? Ohne Worte, ohne Worte. Ich kämpfe jetzt bei der Mitte, da ist ein bisschen Deckung. Also ich mache aus jeder Scheißrunde auch noch eine spannende Runde. Oh Gott. Unendlich Ressourcen habe ich. Was brauche ich doch ein T4? Ich weiß es nicht. Ich brauche einfach ein T4. Jetzt gleich den guten Kampf da unten. Ich muss trotzdem hier oben mal kappen gehen. Genau, einfach mal rein in den Block. Müsste man jetzt Micro in das Ganze? Genau, den W2 schicke ich da hin. Das macht ja am allermeisten Sinn, muss man sagen. Ich habe zu spät zurückgezogen, vermutlich. Ja, hoch. Ich will den mal abknallen, danke. Also ich habe jetzt einen Puck platziert, ne? Das war natürlich unnötig, ich hätte ihn früher zurückgezogen. Aber dafür gab es hier vorne beim Gegner auch jede Menge Schäden. Aber es war natürlich unnötig, ne? Und da ich hier einen Großangriff mache, wären wir zwei Rifle oben. Am Kappen ist, ne? Braucht man nicht drüber reden, wie doof das ist. Braucht man echt nicht drüber reden. Da kommen sie wieder. Und dann raus da. Und wieder ein Bett. Ich habe übrigens einen Pack, ne?
Das Kettengrad wahrscheinlich unten unterwegs, an dem ich nicht ganz klar komme. Da kann ich nichts machen gegen den Trupp. Die mal in die andere Richtung jagen. Ne, das ist der Dude hier, okay. Ich dachte, der hätte noch einen Ketten gehabt. Mir war so, als ob. Ich glaube, ich muss den erst reparieren, bevor ich weiter kappen kann. Was sagen denn die Ressourcen? Ja, Siegpunkt ist ja keine Drama. Und da war ein Fuck. Mal verjagen die Jungs mit der Knarre. Den immer noch reparieren. Alles töten, was da hinkommt. Aber drücke Feuer finde ich gefährlich. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Muss, glaube ich, auf die Granaten achten. Also eine Feuergranate zumeist. So, jetzt nochmal hier unten einfach zum Kappen alle schicken. Ich habe alle wieder angeklickt. Ich habe wieder alle angeklickt. Ich verstehe das nicht. Ich könnte schwören, ich habe den rausgepickt, den Eindruck. Ich verstehe es nicht. Ja, keine Ahnung. Okay, ich habe unendlich viele Ressourcen, also geht ja irgendwie schon. Machen wir den Weifel noch nach. Im Sturmgewehr muss man aufpassen, ich habe Wert 2 und jetzt habe ich Wert 3. Mach einfach noch ein paar Views hinterher. Ja, da oben hin. Genau. Das ist halt ein Klickwettbewerb, das Spiel, ne? Und offensichtlich klicke ich sehr viel langsamer als mein Gegner heute. Leute, danke fürs Kommen. Okay. Da kommen sie, die nächsten. Ah, nein, nein! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder alle daneben geklickt. Und da ist der nächste ganze Block. Einfach rein da. So ist das ein Profispiel, ne? Ein Block auf dem anderen Block. So spielen das die Profis. Vielleicht will er die noch töten und ich habe dann geguckt mit die nächste Waffe. Oben habe ich auch geguckt. Okay. Ah ja, das war mal eine gute Idee. Und der nächste wird rein. Okay. Reparaturtruppen, Reinforcen, go, go. Die müssen ja nicht nur reparieren, die müssten eigentlich auch kappen gehen. Ne? Also wenn ich jetzt hier fertig bin mit dem Kappen, genau, dann kappen wir das da unten. Geben wir aber keinen. Ja, ich gehe einfach zur Base, dann hoffe ich, dass diesmal nicht gefuckt wird. So, Minen, keine Munden mehr, okay. Ja, kann ich wieder nicht machen. Aber der kann das. So, ich kann jetzt eine Off-Map holen. Lieber. Was war denn drin in der Off-Map? Okay. Das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich bräuchte wahrscheinlich ein bisschen Reparatur hier. Dass er alle da drauf schießt. Tot, nice, noch eine Waffe. Nee, schade. Genau. Dann wird er weg und wird er gefuckt. Ich komme halt nicht dazu, die Befehle zu erteilen, ne? Weil ich die ganze Zeit Report und andere Sachen machen muss. Okay. Die brauchen jetzt eine Reparatur. Lass uns mal ganz gucken, dass wir das da vielleicht
wegnehmen. Also schon hart gewonnen, aber das ändert nichts an meinem Gameplay. Also reichen dann die Front. Unendlich viele Ressourcen über. Noch ein Schirm, sind ja ganz schön, die Dinger. Was war denn eigentlich für eine Doktrin der Gegner? Er kommt gleich wieder als Blob wahrscheinlich. Bleibt da einfach stehen. Und zu spät zurückgezogen. Ich muss V drücken, dann bin ich tot. Oder auch so. Geht auch ohne V. Ja, was ist neu? Was ist neu? Ich denke, der geht jetzt auf Panther wahrscheinlich, oder? Ich habe noch irgendwo eine Pack gehabt, könnte ich meinen. Die, hat er die vernichtet? Die entmannt wurde die, aber vernichtet wurde die doch gar nicht. Okay, keine Ahnung, was der da vorhat. Geht auch in Richtung Ranger jetzt, okay. Haben wir mal einen großen Blob wieder. Der kann ja gegen den Ranger da oben nicht kämpfen, ne? Also, da brauche ich mal keinen großen Kopf machen. So, jetzt haben wir 5 Rifles, alles klar. Dann mit dem großen Blob, let's go. Den gerade mal in Empfang nehmen, den Wagen. Leider muss ich jetzt ohne Fahrzeuge kämpfen. Okay. Ah, da ist meine Pack, ne? Ne, Schirm. Auch immer rein. Ja, keine Ahnung, warum der einen AT-HT geholt hat. Er ist ungefähr 10 Stunden hinter dem eigentlichen Tech hinterher, den er bräuchte jetzt zu diesem Zeitpunkt. Okay. Unten ist wieder so ein Fahrzeug, das kriege ich aber jetzt finishen. So, läuft er da rein, hat anscheinend auch ein Mikroproblem. Und ist rausgegangen. Um Gottes Willen, war das ein Spiel, ey. Och, meine Herren. Ich weiß nicht, woran es liegt, also taube Hände, weiß ich nicht. Also ich habe ja morgen hier die andere Runde gemacht. Da gingen die Klicks alle sehr flüssig, aber keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, was das war. So, Moment warten, der ist ja jetzt rausgegangen, aber dauert einen Moment. Mal die Base fahren, gucken. Naja. Das Problem bei dem Gegner, also das hat jetzt nur funktioniert, weil der Gegner halt eigentlich nonstop Infanterie gebaut hat, ne? Ein bisschen Armored K und dann das AT-HT in extrem später Form. Das holt man ja eigentlich zum Zeitpunkt, wo man M8 kam und der kam schon hardcore spät. Der hat halt auf Infanterie gesetzt, ne? Der hatte natürlich gar keine Chance mit gehabt die ganze Zeit. Außerdem, was hätte er denn gemacht, wenn ich Airborne gegangen wäre? Er hat das ja relativ spät gesehen, dass ich das hier gegangen bin. Ne? Ich habe das ja dann irgendwann seine Base hier gesetzt. Also von daher, ich glaube, der nur, also der hat halt zu wenig Fahrzeuge gemacht und dann natürlich noch die ganzen kleinen Klicks nicht gestimmt bei ihm. Ja, immerhin ist alles wett geworden bei mir oder fast alles, was nicht neu war. Trotzdem, also auch der Schirm, der gerade gestorben ist umsonst. Ne? Was für eine verkrampfte Runde. Ich weiß auch nicht, wie andere Leute das machen. Also wenn ich da oben bin, ne, ich bin jetzt hier und dann sage ich mal, geht in Deckung oder hier suche eine Fähigkeit raus oder irgendwas, dann sehe ich halt für irgendwie 1,5 Sekunden oder nicht, dass da unten ist. Und in der Sekunde da ein Trupp auftaucht mit einem Sturmgewehr oder irgendwas, dann kriege ich halt ein Pio oder irgendwas anderes gefuckt und das kann halt in COH spielentscheidend sein. Ne? Also die einzige Möglichkeit, das anders zu machen, ist einfach wirklich rapide schneller klicken und nonstop hier mit dieser Karte klicken. Ne? Also hier mit der Null macht man das. So machen das die Profis, so spielen die. Nonstop, ne? Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das auf einem hohen Level spielen zu wollen. Zu eben, dass man noch die Klickrate dabei packt. Ansonsten kann man da nicht antreten in dem Spiel. Also hier geht es jetzt schon, weil, ne, wie gesagt, die haben jetzt alle auch keine große Ahnung, die Leute, die noch über sind. Aber das war wirklich. Ich weiß auch nicht, wie man es viel besser machen kann. Also Age of Empires 4 zeigt ja eigentlich, dass sogar noch schlimmer von der Steuerung sein kann, dass man noch mehr Klicks braucht, um überhaupt irgendeine Chance zu haben. Also da ist Relic dafür nicht geeignet. Oder World of Warcraft, nicht World of Warcraft, Warcraft 3 hat ja auch so ein Klickproblem. Aber dann gibt es halt wieder Spiele, sagen wir mal, wie die Wargame-Serie zum Beispiel, ist ja auch ATS.
wenn ihr auch einen Command & Conquer, wenn ihr ein altes rauspicken wollt, da gibt es kein Klickproblem. Also es gibt schon andere Lösungen anscheinend, aber da muss man das vielleicht ein bisschen umdesignen, ne? Vielleicht mehr Automatismen reinpacken. Ich hätte nichts dagegen, dass die Truppen sich automatisch zurückziehen, wenn nur ein Mann über ist oder so. Und ich nur bei Klicksage bleibe und kämpfe bis zum letzten Mann. Na, da gibt es, glaube ich, schon Möglichkeiten, was hätten wir machen können. Egal. Das war auf jeden Fall die verkrampfteste Runde des Jahrhunderts und da habt ihr mal ein bisschen spannendes Gameplay im Verhältnis zu den anderen. Ich bin weg. Ciao, ciao.